Der Springer von Hans Christian Andersen. Der Floh, der Grashüpfer und der Springbock wollten einmal sehen, wer von ihnen am höchsten springen könne. Und da luden sie jeden ein, der kommen wollte, die Pracht mit anzusehen. Und es waren drei tüchtige Springer, die sich da im Zimmer versammelten. »Ich gebe meine Tochter dem, der am höchsten springt«, sagte der König, »denn es wäre zu ärmlich, wenn die Personen umsonst springen sollten.« Der Floh trat zuerst vor. Er hatte feine Sitten und grüßte nach allen Seiten, denn er hatte Fräuleinblut in den Adern und war gewöhnt, nur mit Menschen umzugehen. Und das macht sehr viel aus. Dann kam der Grashüpfer. Der war freilich bedeutend schwerer, aber er hatte doch eine ganz gute Gestalt und trug einen grünen Rock. Der war ihm angeboren. Überdies behauptete er, dass er im Lande Ägypten eine sehr alte Familie besitze und dass er dort höchst geschätzt sei. Er war gerade vom Felde genommen und in ein Kartenhaus von 3 Stockwerken versetzt worden, die alle aus Kartenfiguren, welche die bunte Seite einwärts kehrten, zusammengesetzt waren. Da waren sowohl Türme als auch Fenster ausgeschnitten. »Ich singe so«, sagte er, »dass 16 eingeborene Heimchen, die von ihrer Kindheit an gepfiffen und doch kein Kartenhaus erhalten haben, aus Ärger noch dünner wurden, als sie schon waren, als sie mich hörten.« Beide, der Floh und der Grashüpfer, taten so gehörig kund, wer sie waren und dass sie glaubten, eine Prinzessin heiraten zu können. Der Springbock sagte nichts. Aber man erzählte von ihm, dass er desto mehr denke. Und als der Hofhund ihn nur beschnüffelte, haftete er dafür, dass der Springbock von guter Familie sei. Der alte Ratsherr, der 3 Orden für das Stillschweigen erhalten hatte, versicherte, dass der Springbock mit Weissagungskraft begabt sei. Man könne an seinem Rücken erkennen, ob man einen milden oder einen strengen Winter bekomme. Und das kann man nicht einmal auf dem Rücken dessen sehen, der den Kalender schuf. »Ich sage gar nichts«, sagte der alte König. »Aber ich gehe nur immer still für mich und denke das meine.« Nun war es, um den Sprung zu tun. Der Floh sprang so hoch, dass niemand es sehen konnte. Und da behaupteten sie, dass er gar nicht gesprungen sei. Und das war doch recht schlecht. Der Grashüpfer sprang nur halb so hoch, aber er sprang dem König geradewegs ins Gesicht. Und da sagte dieser, das sei hässlich. Der Springbock stand lange still. Und am Ende glaubte man, dass er gar nicht springen könne. »Wenn ihm nur nicht unwohl geworden ist«, sagte der Hofhund. Und dann beschnüffelte er ihn wieder. »Rutsch!« Da sprang er mit einem kleinen, schiefen Sprung in den Schoß der Prinzessin, welche niedrig auf einem goldenen Schemel saß. Da sagte der König, »Der höchste Sprung ist der, zu meiner Tochter hinaufzuspringen, denn darin liegt das Feine. Aber es gehört Kopf dazu, darauf zu kommen. Und der Springbock hat gezeigt, dass er Kopf hat. Er hat Verstand im Kopfe.« Und dann erhielt er die Prinzessin. »Also ich sprang doch am höchsten«, sagte der Floh. »Aber es ist ja einerlei. Lass sie nur diesen Gänsenrücken mit Stock und Pech haben. Ich sprang doch am höchsten, aber es gehört ja in dieser Welt ein Körper dazu, damit man gesehen werden kann.« Dann ging der Floh in fremde Kriegsdienste, wo er, wie man sagt, erschlagen sein soll.
Der Grashüpfer setzte sich draußen in den Graben und dachte darüber nach, wie es eigentlich in der Welt zugehe. Und er sagte auch, Körper gehört dazu. Körper gehört dazu. Und dann sang er sein eigentümliches, trübseliges Lied, und daher haben wir die Geschichte erfahren, die doch erlogen sein könnte, auch wenn sie gedruckt ist.